3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Silent Hill. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Schon wieder. Warum macht ihr das? Und heute werden viele interessante Dinge passieren, denn sonst verschwende ich hier 10 Minuten eures wertvollen Lebens. Was auch immer interessant wäre. Aber egal. Wir müssen die Rolltreppe hoch. Heißt, wir müssen nicht, wir stehen immer vor einer freien Wahl. Auch Silent Hill ist ein demokratisch angehauchtes Kleinstadt. Ein Kleinstadt. Ihr habt richtig gehört. Ich habe falsch gesprochen. Aber was soll's, was soll's. Fehler macht jeder. Und... Ah! Das... Na! Boah. Okay. Fehler macht jeder, passt hier gerade verdammt gut. Verdammt gut. Aber nein, wir werden alle sterben. Sie ist offen. Sie ist offen, die Tür ist offen. Ist doch wunderbar, wenn so eine Tür offen ist, denn sonst wäre sie verschlossen. Was nicht offen wäre. Da müssen wir lang. Oh, okay, da müssen wir lang. Super, einfach nur super. Ich versuche jetzt so schnell wie möglich in dieser Folge unter einen Hut zu bekommen, weil ich endlich mal weiß, wie es weitergeht. Ich habe das Einkaufszentrum langsam satt. Oh, komm, sei leise. Ich habe das... Ach, warum machst du das? Warum machst du das? Los, Heather, schlag's kaputt! Ey, Alter, ich schlag's kaputt! Sag mal, hallo? Wie viel halten die bitte schön aus? Ich höre hier übrigens keinen Ton. Also es kann sein, dass man die ganze Zeit hört, wie ich gegen die Wand schlage. Ich hoffe zwar nicht, dass es so ist, aber... Oder ich hoffe, dass es so ist, denn sonst halten die Monster hier eine ganze Menge aus. Mehr als mir recht ist. Ja, hier entlang. Wie eben wieder so schön ein Fleischklops in die Kamera geholt. Hier entlang, hier entlang. Pass auf, Fleischklops. Ich bin kein Vegetarier. Jetzt. Die Rolltreppe runter? Nein, nein, nein. Hoch. Genau, hoch. Die Rolltreppe hoch. Es geht bergauf. Oder auch nicht. Ah, doch. Super. Jetzt sind wir hier oben. Ist das nicht wunderschön? Was ist das denn? Warum fällt eigentlich von da Licht ein? Entschuldigung, aber das muss ich jetzt wissen. Moment mal. Wir sind in der alternativen Welt, richtig? Da frage ich mich, wieso es draußen die Sonne scheint. Das ist mir eben gar nicht aufgefallen. Also vor ein paar Folgen, als ich hier schon mal war. Aber immerhin haben wir jetzt hier den Mond. Nicht hier, aber hier. Was? Du kannst mir nicht sagen, dass das nicht richtig ist. Ja, ich habe den Mondstein in die Tür gesteckt. Super. Oh nein, meine Perle. Tja, Heather, Pech gehabt. Dafür bekommst du einen brandneuen Ladescreen. Nein, das ist derselbe wie vor 400 Mal. Nicht in Türen gehen, erstmal auf die Karte gucken. Wo bin ich überhaupt? Ah, super. Sieht doch schon mal ganz anders aus. Geschlossen, geschlossen. Der ist nicht geschlossen, das sind gar keine Türen. Okay, bisschen verpeilt bin ich dann heute schon, aber... Ach nö. Okay, es geht bergab. Runter, runter, runter. Wie weit geht das? Jetzt sag mir nicht, dass... warte mal. Entschuldigung. Sowas kann passieren, wenn man live aufnimmt. Aber ich sehe hier gerade gar nichts. Ihr wart live dabei, wie ich meine Rollläden geschlossen habe. Okay, so tief ist es dann doch nicht.
Oh mein Gott. Der Ladescreen da sieht richtig aggressiv aus. Ja, Heather, wir wissen, dass du Leitern steigen kannst. Oh mein Gott, was ist das? Ach so, es ist mein Schatten. Okay, was ist dies? Zwei Wege. Ich denke mal, wir müssen uns einen aussuchen. Oh, komm, Spiel, das war billig. Das war ganz billig. Also bitte. Oh mein Gott, ein Kameramann verfolgt mich. Oh oh, ich sehe vom Ausdruck ihres Gesichtes, dass da gleich nichts Tolles kommen wird. Okay. Alles klar. Ich glaube, es ist wieder Zeit für eine Märchenstunde. Ihr erinnert euch vielleicht noch, Silent Hill, Let's Play Silent Hill 1, Folge 11, irgend sowas. Der Endgegner der Schule. Ich denke, dass das hier nach demselben Prinzip verlaufen wird. Allein anhand dessen, dass das Viech hier genauso aussieht, nur größer ist. Sehr viel größer. Wo sieht man Munition? Okay, 35. Ich habe keine Schrot... Tut mir einen Gefallen und sagt mir das. Sagt mir nur diese eine Sache. Hätte man hier normalerweise schon die Schrotflinte? Das würde ich gerne wissen, damit ich weiß, dass ich verloren bin. Wenn man sie schon hätte. Okay. Es kommt gleich wieder aus einem dieser Löcher. Oder aus einem dieser Löcher. Aus welchem Loch willst du kommen? Ah ja. Okay, es scheint mir nicht so schwierig zu sein. Ich will beifügen, dass... Nein, nein, das sage ich nicht, das sage ich nicht. Das bleibt mein Geheimnis. Was laber ich da eigentlich? Ich sag hier, es bleibt mein Geheimnis, aber ich habe keine Ahnung, was ich eigentlich sagen wollte. Oh mein Gott. Dieses Viech ist ver... Ist das gerade... Okay. Wunderbar. Oh, jetzt sag mir nicht, dass du schon tot bist. Wir alle wissen, was jetzt passieren wird. Jetzt wird sich wahrscheinlich die alternative Welt wieder in die normale verwandeln. Wie bei Silent Hill 1 in der Schule. Na, der erste Hinweis darauf. Weißer Loading Screen. Oder aber abgestürzt. Nein, weißer Ladescreen. Super. Was? Pünktchen, 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 Fragezeichen. Es ist das Einkaufszentrum, genau wie vorher. Bin ich zurück? Bin ich verrückt? Ja.